das Problem sein. In dem Sinne. Mal gucken, wie viel Eisen und so wir mittlerweile haben. Aber, ja, Wolle können wir auch schon wieder bauen. Kakteen, toll. Können wir auch wieder ausbrennen. Dann haben wir wieder ein bisschen Wolle und so. Wolle. Nee. Grüne Farbe meinte ich gerade. Tust du mir einen Gefallen und gehst du vielleicht mal ins Haus? Hä? Wäre das ein Vorschlag? Nee? Toll. Ich merke schon, hier kommen gleich die Zombies um die Ecke gerannt. Ey, der will hier irgendwie ins Haus, aber er kriegt's nicht gebacken, oder? Kann das sein? Ich hab das so schön ausgebaut, da kann man hier lalalala rinrennen. Ist doch kein Thema. Weil hier hinten ist. Ah, guck mal an, hier gleich ein Zombie. Genau dich meinte ich. So. Also draußen stehen ist dezent schlecht. Oh, guck mal. Schade, dass ich nicht umwandeln kann. Hallo. Ich wollte nicht stören. Nee, du auch nicht. Ich merke nicht. Also den muss ich heute Nacht wirklich bewachen, scheint mir so. Aber wir können ja mal gucken, wie viel Eis. Vielleicht folgt er mir einfach mal. Au, au, au. Oh, rechts wieder von mir. Ey, noch eine Spinne rappeln? Die kommt bestimmt von oben. Nein, Hexe, bleib wo du bist. Warte. Krieg ich die abgeschossen? Ne, jetzt ist schon wieder hinter Maus. Da. Junge, geh doch mal ins Haus! Komm gleich die nächste. Ah, da hinten ist die Spinne. Das Dumme ist, wenn ich ihn jetzt verteidige und treffe ihn mit dem Schwert, ist er auch gleich hinüber, ne? Also, ja. Und wir haben nicht allzu viele NPCs hier. Das ist das Problem. Also wir haben den Oscar hier. Na, Schmiede ist auch keiner großartig. Komm, stirb, du blöde Hexe. Ha! Die habe ich eiskalt erwischt, hast du nicht gesehen. So. Jetzt essen wir, Jungs, erstmal ein lecker Brot hier und den kauen wir mal. Oh, 8 Minuten gehen in der Nacht, ne? Oder wie war das? Könnte ein bisschen länger dauern. Naja, ich hoffe, ein Zombie-Schwall und so was kommt jetzt nicht nochmal. Aber wir werden es, denke ich mal, erleben. So, 23. Das wird wahrscheinlich nicht für einen Eisengolem reichen. Weil wir brauchen ja 9 pro Block, also haben wir gerade mal 2 Blöcke. Dementsprechend könnte das, ja, noch ein bisschen dauern. Ach, du Schreck! Junge, erschreck mich doch hier! Survival! Aber ich will den links nicht in, ja. Komm hierher und du und weg mit dir und ich da auch gleich dazu und du auch. So, da gibt's auch ein bisschen XP. Schon wieder hier ein NPC-Zombie. So, aber wir haben leider noch keine Tränke und sonstiges, womit wir sie umwandeln könnten. Ja, schade aber auch. Noch eine Spinne? Gut, ich hab's erwischt. Ja, das ist manchmal das E-Net. Was einfach mal derbels leckt. Und ich habe ihn auch schon entdeckt von hinten. Na du? Bumm. Wunderbar. Ein bisschen Terraforming muss auch mal sein, ne? Den Berg da hinten wollte ich eh abbauen. Also von daher ist das nicht so schlimm. Da? Du schießt ja gar nicht. Okay. Nein, nicht im Dorf. Nicht im Dorf. Geh kaputt. Und da kommt die nächste Zombie-Welle. Yay. Yeah. Und
Mini-Zombie, oh. Ja. Sie haben die Kinder auch wieder mitgebracht. Da ist noch so ein kleiner Viecher. Oh. Töt mit dich. So, wo sind meine NPCs? Hallo. Wo ist denn ja eine? Ha, haben sie ihn jetzt doch erwischt? Ich weiß es nicht. Oder er ist ins Haus gegangen. Ja, aber wenn es so weitergeht, dann haben wir bald keine mehr. Scheint mir. Ist nämlich immer ganz schlecht, wenn hier die nachts draußen rumwuseln. Du bist hier. Das freut mir. Du bist auch der Gute. Was man dagegen machen kann, ist übrigens so, ne? Nur der andere, der wollte ja auch nie ins Haus gehen. Nein! Sag nicht, ich habe nur noch einen. Weiß gar nicht, vermehren die sich trotzdem dann? Na du! Hopp. So, du bist raus. Langsam könnte es aber auch wieder Tag werden. Ja, wer denn nun hier? Zuerst, zuletzt, zu tot. Du bist auch raus. So. Zack, zack, zack. Und da sind wir wieder oben. Und es wird langsam wieder Tag. Gut, dann würde ich sagen, wir haben die Nacht überstanden. War ja jetzt auch nicht so schwer. Aber ich weiß nicht, was mit dem NPC ist. Ob er es überhaupt überstanden hat. Ob ich ihn irgendwann wiedersehen werde. Ich wollte ihn ja eigentlich die Nacht über bewachen, aber ja. Wollte. Taschen. Boah. Tittgelegge ist toll. Mal schauen, wer dann gleich alles hier aus den Häusern kriecht. Vielleicht hat er sich ja irgendwo versteckt und kommt dann doch gleich wieder ins Dorf. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Also denn, danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. See you later.